Hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Projekt, Yesterday, ein Spiel von Pendulo Studios. Das ist euch vielleicht ein Begriff von der Runaway Serie. Wer das nicht kennt, unbedingt mal Runaway 1 spielen, eines der Best Adventures, die es je gegeben hat, meiner Meinung nach. Ich bin leicht verkühlt, deswegen es tut mir leid, wenn man manchmal vielleicht niesen hört oder sonstige Scheiße, aber das soll uns nicht davon abhalten, das neue Spiel mal auszuprobieren. Ich habe es, wie man hier sieht, schon mal kurz angespielt, nur damit ich ungefähr eine Ahnung habe, worum es geht. Aber jetzt werden wir ein neues Kapitel anreißen. Ich habe nur die ersten 5 Minuten oder so gespielt. Das heißt, wir haben noch nicht viel verpasst. Das ganze Spiel geht ein bisschen mehr in Richtung Creepy und Horror und ein bisschen Mystery. Das sehen wir auch gleich im Intro. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Also hauen wir uns mal rein. Und los. Dieses Spiel ist Obdachlosen gewidmet und NGOs, die sich um Obdachlose kümmern. Wieso nicht? Denn wurde sich hier noch nie ein Computerspiel gewidmet. Ist auch mal was Neues. Unangenehm. Okay, nach diesem sehr aufmunternden und reizenden Intro sehen wir uns noch die Geschichte unseres Helden an. Ein Anti-Held, wie er im Buche steht. Another homeless person burned to death. It's the sixth one this year. Oh yeah. And a killer? Nothing, Henry. The victims are faceless and nameless, and no one cares. Not the media, the police, or politicians. Some people do care. I care. There's almost nothing we can do from here. Go talk to them, get their names, count them, offer them our help and resources. Convince them they can have a better life. Take a look at this list. In all these places, there are homeless people we still haven't contacted. We have to continue our work, despite the danger. I'll do my best. I'll start with the first one, and... Cadway Station? Forget that one. Wait for me here. Want me to go with you? I'd rather you stayed and watch the van. It's too dangerous. It's on the list because... Klar. Wir lassen den coolen, muskulösen Typen, der uns sicher aus jeder Situation rausboxen könnte, einfach mal im Auto zurück. Wieso nicht? Stay out of trouble, okay? The end is near. Have a nice day. Oh yeah. Also, dieses Versprechen aus dem Intro werden wir gleich brechen. Weil aus Problemen raushalten gibt es nicht in Adventures. Brian Basco wollte auch nur einen Kaffee in Paris trinken. Und auf einmal ist dieser verdammte Clown da reingerannt und hat das ganze Kaffee in die Luft gejagt. Spoiler für Baphomets Flug. Tut mir leid. Okay. Ja. Ich finde, man sieht sofort, dass es ein Pendulo Studios Game ist. Es sieht einfach Runaway zum Verwechseln ähnlich, auch wenn irgendwie die Grafik eine andere ist, obwohl ich es jetzt nicht definieren kann, einfach vom Stil irgendwie, abgesehen davon, dass es natürlich sehr viel düsterer ist. Hier unten haben wir eigentlich das Wichtigste, unsere Inventarleiste, unser NGO-Ausweis Children of Don Quixote, also diese Organisation, die eben Obdachlosen hilft, unser Handy, eine Taschenlampe.
Hier verschiedene Informationen. Hier können wir uns Tipps geben lassen. Wir brauchen ein Seil. Und hier können wir uns alle Hotspots anzeigen lassen. Problem daran ist, wie man es gerade gesehen hat, die Hotspots flashen so nacheinander auf und wirklich gut sichtbar sind sie auch mit diesem Ding nicht. Ich meine, wenn ich schon so eine Funktion einbaue, dann sollte ich sie wenigstens nur einmal pro Bildschirm drücken müssen. Generell, wenn wir an ein Ding herangehen, können wir alles mal anschauen, untersuchen, wie auch immer. Und drücken, schieben, ziehen, schlagen, kaputt hauen, wie auch immer. Diesen Teil des Spiels habe ich, wie gesagt, schon ein bisschen angespielt, dass ich weiß, was zu tun ist. Im Endeffekt müssen wir diesen Koffer da rauskriegen, den wir jetzt zwar ziehen können, aber da passiert nichts. Hier haben wir eine Planke, woraufhin unser Charakter schlussfolgert, dass hier noch irgendjemand lebt. Ja. Und wir schauen mal weiter in den nächsten Bildschirm. Ach, Mannequins. Genauso wie Clowns und Puppen. Boah, auch steinerne Mannequins. Um nichts besser. Ich hasse diese Viecher. Und in guter alter Adventure-Manier nehmen wir einfach mal alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Und wie in jedem guten Adventure stellt sich die Frage, wie groß sind unsere scheiß Hosentaschen eigentlich? Ich meine, das waren gerade gute 10 Meter Kabel. Kein Problem. Aber Hauptsache, den verdammten Koffer kann er nicht aus den Trümmern befreien. Wir machen auch nicht Halt vor schutzlosem Müll. Da hinten die Tür können wir uns auch anschauen, aber die ist nicht nur zu, sondern auch durch Müll versperrt. Das heißt, da geht es erstmal nicht weiter. Ja, gehen wir mal weiter. Insgesamt gibt es 4 Bildschirme, erstmal für den Anfang, die ich euch alle zeigen werde. Keine Mannequins in diesem Bildschirm, dafür nicht sehr viel besser. Eine Kiste mit einem creepigen Teddybär und einem creepigeren Clown. Da fladern wir doch glatt ein bisschen Kinderspielzeug. Auch hier hinten noch mehr Spielzeug. Bla. Alles meins. Alles meins. Dieses Telefon ist jenseits von Gebrauch. Das sagt er auch. Es hat weder einen Hörer noch ein funktionierendes Tastenfeld. Hier, das wird scheinbar später wichtig, hier steckt eine Münze im Münzschlitz, aber die können wir mit nichts, was wir im Inventar haben, da rauskriegen. Da gibt es einen Basketballring, dessen Funktion muss ich mir erst noch erschließen. Und hier oben stehen wir vom ersten Hindernis des Spiels, eine Tür. Ein einfaches Vorhängeschloss, aber natürlich können wir es nicht irgendwie aufreißen, auch nicht aufstemmen, wenn wir das hier versuchen, das lässt er uns gar nicht machen. Da oben verrunkelt sich ein was auch immer über den Türbogen. Das heißt, wir können ihm zu sagen, kletter da drüber, aber er wird es nicht tun. Das heißt, wie schon am Anfang angekündigt, holen wir uns erstmal den Koffer. Weil, wieso nicht? Wir können es, also tun wir es. In echter MacGyver-Manier und ein bisschen guter alter Physik drehen wir dieses Teil hier so lang, bis das Ding hier rausrutscht. So, willst du das eigentlich wieder mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Lass die 10 Meter Seil und die massive Eisenstange einfach mal liegen. Das sind Sachen, die man zum Glück nie braucht. Nie. Ever. Okay. Ja, damit haben wir uns jetzt gut ausgerüstet. Wir haben hier einen Schraubenzieher und einen ein Stanley-Messer und ein Electric Tape. Ich weiß nicht, was ein Electric Tape von einem Duct Tape unterscheidet. Vielleicht ist es einfach nur ein Super Duct Tape. Wie auch immer, wir können uns hier weiterhin mit der Münze spielen. Er sagt, der Schraubenzieher ist zu dick und das Stanley-Messer ist zu dünn und zu flexibel. Dasselbe Spielchen könnten wir auch bei der Tür machen, aber wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Ich weiß schon, woraus es hinausläuft, nämlich hier dieses Teil aufschneiden. Nein, auch damit können wir die Münze nicht rausfischen. Er sagt, auch das ist zu flexibel, kann keine Hebelwirkung aufbauen, aber was wir sehr wohl damit machen können, ist das Schloss hier auf MacGyvern. Perfekt. Tada! Und weil ein Mannequin nicht genug war,
Ah. Gott, ist das creepy. Ich hasse diese Dinger. Gut. Und hier ungefähr ist der Punkt erreicht, wo ich es dann nicht mehr kenne. Das heißt, ich werde jetzt auch mal die Fresse halten. Heretic has profaned sacred ground choke. What should we do with him? Have ourselves some fun. Okay. Brothers and sisters. Bitte sag nicht, dass er mit den Mannequins spricht. Okay, er spricht mit den Mannequins. What the fuck? Oh, shit, ich habe nicht mal aufgepasst, was er von mir will. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Adventure ist, in dem man sterben kann. In Runaway konnte man, soweit ich weiß, nicht sterben. Nein, konnte man nicht sterben. Generell ist dieser Trend, geht ja hin zu den Adventures, in denen man nicht einfach sterben kann und der ganze Spielfortschritt ist weg. Aber das heißt nicht, dass es hier auch so sein muss. Da ich nicht weiß, was die Frage war... Oh, mein Name. Okay. Okay. Puh. Did you think for one minute we wouldn't look in your pockets, Henry White? Okay, das freakt mich einfach nur weg. Meine Familie. Präsident White Enterprises. Super, ich bin ja noch ein reiches Kind. Oh, da habe ich mir Freunde gemacht. Was für ein Tempelmann! Du lebst in der eingestürzten U-Bahn-Halle. Das kommt sicher gut an bei den Typen. Henry White, I've been alive for over 80 years. I can see through your eyes. You work for a foundation that works to deprive us of our rights. Resources. Werde ich gerade von einem Haufen Statuen ausgelacht? Ein Grund, um mich am Leben zu lassen. Ja, kannst du haben. Solidarität, Freund, der mich rächen wird. Schlechtes Gewissen, höhere Intelligenz. Höhere Intelligenz? Natürlich, angeben. Wir sind eh schon in einer Position, die komplett scheiße ist. Also können wir auch gleich noch ein bisschen arrogant sein. I don't want to seem conceited, but according to IQ tests, my intelligence is above average. So, you're intelligent. I never would have guessed. Prove it. Have you ever played chess? Ja, Schach. I'm not bad at it. I'm champion in my university. White has a chance. Oh, was? What is it? Oh, shit. Okay. Ich kann Schach. Alles ist gut. Weiß hat die Chance auf Schachmatt in einem Zug. Oh, crap. Wie heißen die Figuren auf Englisch? Bishops sind, glaube ich, die Läufer. Und Pawns, die Bauern. Okay, das heißt. Das heißt. Bauer, nein. Bischof E7. Bischof... E7. Ja. Ja, der gute alte Evergreen. Was auch immer. Oh ja, noch ein Rätsel. Oh. Okay. Noch ein Schachrätsel. Weiß macht einen Zug, der kein Schachmatt ist. Aber...
Schwarze in einer aussichtlosen Situation lässt. Rooks sind offenbar Türme. Also. Turm auf H4. Nein, Turm auf G5 ist genauso ein Topfen. Bischof auf D1 wäre ein Schach. Das wollen wir ja nicht. Bischof auf F5 wäre ein... Nichts. Also das ist komplett unmöglich. Und Bauer auf G3 wäre auch ein Mist. Bischof auf F5. Oder Bauer auf G3. Das hat doch geheißen, wir wollen kein Schachmatt. Also ich nehme an, dass wir ein Schachmatt aufbauen sollen. Dass wir erst den Bauern vorschicken. Und ihm dann mit dem Läufer den Chaos machen. Ach so, nee, wir brauchen ja den Läufer hier. Egal, Bauer. Ich sage Bauer. Ja, Tatsache, vielleicht haben auch beide gestimmt. Ah, wie viele noch? Komm schon. Und Weiß hat die Chance auf Schachmatt in einem Zug. Okay, Knights sind die Springer. Das heißt, der Springer deckt das. Bischof auf E7. Bischof auf E7 ist Schach. Ja, Bischof auf E7. Bischof auf E7. Why are you making it so easy for me? Move the bishop from D6 to E7 and checkmate. Yes, wir sind schlau, weil wir drei lächerlich einfache Schachrätsel gelöst haben. Okay. Oh shit. Ich find's nicht gut, wenn Leute über meinen Tod jubeln. Finde ich schon im echten Leben nicht gut und im Computerspiel nicht viel besser. Okay, das heißt, das nächste wird eine typische Fluchtszene, wie es aussieht. Creept dich noch immer ein bisschen weg. Okay, Boris hat die Türen zugemacht und wird mich erschießen, wenn ich abhaue. Ah, reizend. Woher zum Teufel nimmt der Typ das Telefon? Find my Danny and call me when you have him or... Hello? Hello? Fuck! Gut. Das werden wir uns auf jeden Fall das nächste Mal anschauen. Hat er einen Hörer ohne Telefon eingesteckt? Das ist doch ein Hörer ohne Telefon. Der Typ ist verrückt. Naja, Hauptsache trägt ein CCCP-T-Shirt, das heißt, es kann nur noch schlimmer werden. Gut, wie wir uns mit Boris rumprügeln, schauen wir uns im nächsten Video an. Bis dahin. Ciao, ciao.